einfach albanische Rummel. Yeah, und damit herzlich willkommen zu einer neuen täglichen Dosis ja, keine Ahnung, Mann, mir fällt auch kein Begriff dafür ein, was hier jeden Tag abgeht. Aber reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei herum und starten einfach. Ich habe keine Ahnung, wieso und warum man so etwas macht, aber wer auch immer hier in diesen zwei Autos sitzt, die sind absolut gottlose Menschen. Seht einfach selbst. Das hier ist übrigens ein Seil, was sie jetzt gegenseitig spannen, mitten auf dem Zebrastreifen. Ach du heilige Scheiße. Ist bisschen witzig, aber wieso? Wieso? Die arme Frau, die wollte doch einfach nur entspannt über die Straße laufen. Und dann kommen die zwei Autos und machen so eine Scheiße. Nee, Mann, das geht echt nicht. Was soll das? POV, du triffst Olaf Scholz und das Einzige, was du ihm zu sagen hast, ist... Oha, also ich würde direkt irgendwas Goofy-mäßiges sagen mit... Ey, mach Döner 3 Euro wieder. Mal schauen, was er ihm sagt. Olaf, du Maniac! Bruder Olaf, der wird auch nur getrollt, egal wo er hingeht. Er dachte wirklich, das ist ein junger Bursche, der ihn mies abfeiert. Und direkt eine Sekunde später war das auch vorbei. Ihm wurde wieder ein Wort in den Kopf geworfen, wovon er keinen Plan hat, was es bedeutet. Olaf, du Maniac! Ja, vielen Dank. Und kurze Ansage an alle Leute, die mir immer Sachen auf Instagram schicken. Ich küsse ja euer Herz, aber was ist das? Ey, das ist so unglaublich random. Wer auch immer das war, ja, danke. Danke, Mann, dass du mir sowas schickst. Das hat meinen Alltag auf jeden Fall bereichert. Oh, hey, guckt mal, ein paar Leute machen sich einen coolen und spaßigen Bowlingabend. Ja, war doch klar. Natürlich muss wieder ein Typ reinsch***en. Sowas hat man auch noch nie eine Frau machen sehen. Nur Typen kommen auf solche Ideen. Aber cleaner Wurf. Du hast halt die Wand umgeworfen, anstatt die Kegel. Macht euch bereit, etwas sehr Schmerzhaftes zu sehen. Dieser kleine Butschi hier ist noch glücklich. Schön am Lächeln in seinem schicken Polohemd. Das Handy natürlich in der Hand. Noch nebenbei TikTok auch wahrscheinlich. Ja, aber das wird sich gleich ändern. Ich will dir ja keine Angst machen, aber das Handy ist gefickt. Was ist damit passiert? Das hat's komplett geteilt in zwei. Totalschaden. Schmeißt das in die Mülltonne. Kauft ihr einfach ein neues. Das ist billiger als die Reparatur. Und jetzt gebt euch bitte nochmal den Blick von ihm. Ich schwöre, das tut mir so leid, ne? Wie er da so unbeholfen steht und nur den Typen hinterher schaut, den er angerempelt hat. Mit diesem Schrotthandy in der Hand. Das tut mir wirklich leid, Mann. Wollte meine Schwester nur beim Online-Unterricht nerven. Also, liebe Kinder, wie gerade besprochen, Seite 47. Was für liebe Kinder? Unterrichtet die Lehrerin gerade den Kindergarten? Einfach im Kindergarten gibt's schon Hausaufgaben. Die ersten Kinder fangen schon an und brechen Kindergarten ab wegen zu viel Stress. Nummer 32, schriftlich in euer Heft. Viel Spaß. Sag mal deiner Lehrerin, sie soll ihr Maul halten, die fette Frau. Adelina? Stumm? Oh mein Gott. Ha, die Lehrerin hat es gehört. Die Kleine ist auf jeden Fall jetzt richtig am Arsch. Die hat einfach die Lehrerin als F***e beleidigt und sie hat es mitbekommen. Sag mal deiner Lehrerin, sie soll ihr Maul halten, die fette F***e. Adelina? Mehr reinscheißen kann man, glaube ich, nicht. Also ich habe damals im Online-Unterricht zwar immer das Gleiche gemacht, aber war dabei wenigstens immer safe gestummt. Oder ich habe einfach das gemacht währenddessen. Diese junge Dame hier hat heute ihre Fahrprüfung für den Rollerführerschein. Ja, sehr schön gehalten. Sehr gut. Bisschen langsam, aber passt. Ja, der Schulterblick, ganz wichtig. Der Fahrlehrer auch schon ganz kritisch. Oh, oh, oh.
Oh. Fahrprüfung nicht bestanden. Das sah am Anfang doch ganz gut aus. Wie konnte das passieren? Die Kurve. Sie hat alles auswendig gelernt, aber die Kurve hat hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damit hat sie nicht gerechnet. Am besten fand ich, wie der Fahrlehrer ganz entspannt blieb und zugeschaut hat. Ich war gestern mal wieder auf Instagram unterwegs und die Kommentare sind mal wieder so ehrenlos. Ja, ich denke mir nichts und öffne die Kommentare. Na, das ist gottlos. Aber die Ähnlichkeit ist einfach zu groß. Wer auch immer gelacht hat, schämt euch. Ich habe keine Ahnung, was die Mission von ihm hier war. What the hell? Er hat Geist gesehen auf einmal. Er dachte, das ist eine echte Frau. Dem ging's ja gar nicht mehr gut. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mal wieder hier drin, in dieser Mülltonne, die nächste Instagram-Rapperin aus Frankfurt gefunden. Gib mir mal leer, wenn die Offenbach, 069 Frankfurt, Ewa. Ich sag doch, 069 Frankfurt, ihr wisst Bescheid. Ewa. Pack den Stoff ein, brech deine Nase, mach dich ab mit deinem billigen Hase. Das Zuhause, die Straße. Yeah, klar. Der lässt dich suchen, 069, also zahle. Pack den Stoff ein, brech deine Nase. Mach dich ab mit deinem billigen Hase. Ja, okay, reicht auch. Ich sag mal so, der Track war nicht Ultra-Katastrophe oder so. War nicht okay? Aber dieses Musikvideo macht das alles so richtig runter. Einfach, sie rappt das auf einem Bagger. Es gab keine andere Location, ne? Nicht den Bahnhof oder irgendwas anderes. Wieso der Bagger? Ey, was ist das da eigentlich? Oh, das ist ein Schild, wo draufsteht, dass ihr verdammt nochmal abonnieren sollt. Da steht einfach, dass 70% nicht abonniert haben? Was? Ich will nichts sagen, aber die verpassen was. POV, surfen über den Steinen. Es hat echt nice angefangen und sah auch ganz cool aus. Aber was war das denn am Ende? Wieso? Wieso? Das war maximal random. Wieso leckst du an diesem Stein aus dem Nichts? Und genauso random ist der nächste Junge. Der wird nämlich nicht Stopp sagen beim Parmesan. Yes, please. Thank you. Just tell me when it's done. All right. That okay? A little more, please. Not all right? Just a little bit more. Sure? Yeah. Ja, da geht noch was. Da passt noch ein bisschen mehr drauf. And bro? Just a little bit more. That's a lot of cheese, bro. It's just a little bit. No more? Sure? Yeah. Der Kellner möchte auch schon aufhören. Der kann das nicht mehr. Wahrscheinlich noch ein waschechter Italiener. Der ist kurz vorm Ausrasten, wenn er das da sieht. Das ist eine Schande für eine Pasta. Keep going. We're almost there. We're almost there. Do you want more? Just one more. Keep going? Times two. Alright, man, let's see. You dumped it out. You want some more from the back? Please. Er hat das ganze Ding geleert. Da ist bisschen Pasta in dem Käse. Ich weiß ja nicht, ob das schmeckt. Man bekommt Herzinfarkt, nachdem man fertig damit ist. Yo, falls euch mal langweilig ist, ich habe die perfekte Beschäftigung gefunden. Holt euch einen 5-Liter Kanister und eine Gabel und trinkt dann nur mit der Gabel den Kanister leer. Nach einer Stunde immer noch gefühlt gar nichts passiert. Stunden. Wohin mit der Lebenszeit? Ich würde nach 3 Stunden schon den ersten psychischen Anfall bekommen. Man,
Geil, Mann. Nur 7 Stunden gebraucht. Ich sag doch, das ist der perfekte Zeitvertreib für einen Nachmittag. Naja, und falls ihr wollt, dass ich mal diese Challenge mache, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr.